Effert wird nicht umsonst der Launische genannt, nachdem er uns einen fürchterlichen Sturm gesandt hat, der uns Meile um Meile hinauf aufs unbekannte Meer trieb, herrscht nun so 3 Tagen unerträgliche Flaute. Kaum noch ein so leichter Windhauch, der die Meeresoberfläche kräuselt. Ich habe ein Gespräch unter den Matrosen belauscht, die Schuld dafür dem Halbelfen Ivion geben. Sie sagen, man dürfe keine Spitzohren an Bord nehmen. Jetzt seien wir verflucht, sagen sie. Ich habe mich in ihre Unterhaltung eingemischt, um von ihrem abergläubischen Gedanken abzubringen. Und als sie nicht auf mich hören wollten, drohte ich, zum Kapitän zu gehen. Das hätte ich wohl besser nicht getan, denn auf einmal packten sie mich und hätten mich womöglich über Bord geworfen, wäre in diesem Moment nicht Studiosa Margalin hinzugekommen und hätte eine flammende Predigt über die Prüfung der Götter gehalten. Niemals hätte ich ihr eine solche Rede mit Überzeugungskraft zugetraut. Schließlich brachte sie die Matrosen jedenfalls dazu, mich gehen zu lassen, wenn ich verspreche, nichts mehr von dem Belauschten zu verraten. Ob Ivian damit gerettet ist, vermag ich nicht zu sagen. Margalin sehe ich allerdings jetzt mit ganz anderen Augen. Aus dem Reisetagebuch des hirsinnegefälligen Studiosus Anagon Birtenbichler. Und so schreiben wir Mitte Ingrim. Die Hochzeit ist passé und ihr habt eure Informationen über die Plagenbringer aus zweiter Hand doch schon sehr genau bekommen. Mit den weiteren Informationen steht ihr auf den Kartentisch vor euch. Immer und immer wieder habt ihr euch die Fakten vor Augen geführt und grübelt immer noch nach einer Lösung für das Ende der Welt, den Splitter und wie ihr ihn ans Festland bekommt. Dann machen wir es doch vielleicht so, dass Zulamin eine Sondersitzung einberufen hat, und zwar mit den üblichen Verdächtigen und mit allen Geweihten, die wir so an Bord haben. Und sie hat gerade den Sachverhalt dargelegt und meint jetzt in die Runde: Also, hat irgendjemand Ideen, wie wir an Bord kommen? Und auch wieder von Bord, so die Götter wollen. Ideen hätte ich einige, Kapitania. Nur keine guten. Ja, ich denke, wir sollten nicht nur in die magische Richtung denken. Wir haben so viele Geweihte in unseren Reihen. Es muss doch irgendeine Gottheit geben, die ihren Dienern eine Liturgie gibt, die uns in diesem Falle helfen kann. Was meinen denn die anderen? Ja, ihr könnt sehen, wie vor allem eure ältere Hesinde-Geweihte in einem kleinen Vademecum herumblättert. Schaut da mal wieder so ein bisschen verloren. Fängt dann an und bricht dann auch direkt wieder ab, blättert wieder die nächste Seite um und versucht. Havulgard tippt mit ihren Finger auf dem Tisch herum und sieht relativ genervt aus. Nun, mein Gott ist selbstverständlich der Gott der Heimlichkeit. Und für mich sollte es kein großes Problem sein, an Bord zu kommen. Allerdings ist die Schwierigkeit, nun, vom Nebel verhüllt zu sein und in den Nebel einzutauchen, eine ganz andere. Es ist nicht so einfach, diesen Nebel über euch zu werfen. Könntet ihr in dieser Nebelgestalt den Splitter transportieren? Ich weiß nicht, wie der Splitter mit dem Nebelleib selbst interagiert. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es ist doch ein sehr außergewöhnliches Artefakt. Nicht wahr? Ich habe... Es ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Schlicht keiner... Nein, ich habe keine Ahnung. Niemand hat in solchen Dingen Erfahrungswerte. Ich weiß, dass Aves manchen seiner Diener Schwingen schenkt, aber wir sind keine Aves-Geweihten. Also hilft uns das wenig. Nun, denkt daran, dass ich Dinge in die Sterne werfen kann. Das würde... Ich weiß nicht, ob mein Gott den Splitter haben möchte. Das klingt für mich, als hätten wir dort das gleiche Problem wie mit dem Nebelleib. Wenn es funktionieren würde. Sehr gut, aber wir können uns nicht darauf verlassen, richtig? Mit dem Mantel ist es anders. Diesen könnte ich womöglich ohne Probleme in die Sterne werfen und Fex würde ihn in seine Schatzkammer aufnehmen oder zurück auf die Erde schleudern binnen eines Jahres.
wenn er ihm nicht gefällt. Wäre dies ein probates Mittel, um sich solcher Dinge zu entledigen, hätten doch sicherlich Generationen eurer Vorfahren bereits dasselbe gemacht, anstatt die Splitter der Dämonenkrone in dieser Sphäre verweilen zu lassen. Nun, wie gesagt, bei den Splittern gehe ich davon aus, dass es sich anders verhält. Beim Mantel als Teil des Frevlergewandes jedoch verhält sich das Ganze schon wieder etwas anders. Hm. Ich denke durchaus, dass es eine... Was bringt euch auf den Gedanken, wenn man betrachtet, dass die Splitter der Dämonenkrone ebenso ein Teil des Frevlergewandes sind? Nun, der originäre Ursprung der Splitter der Dämonenkrone. Sie ist anders, nicht wahr? Der Ursprung ist nicht auf den Dämon selbst zurückzuführen. Dies ändert am Material aber nichts. Nein. Keinerlei Experimentierung, und ich versichere euch, man hat ja in letzter Zeit viel Gelegenheit, besonders diesen Dingen herumzuforschen, hat zutage gefördert. Aber das bringt mich auf eine andere Idee. Ihr sagtet, ihr habt Möglichkeiten, etwas von unten nach oben zu bringen. Wie wäre es denn, wenn, nun, Fex hat zumindest schon einmal etwas Hilfe geschickt. Ich bezog mich jetzt auf den Meteoriten von Elam. Ich gehe nicht davon aus, dass er uns einen weiteren Meteoriten spendieren wird. Vor allem, weil das auch unsere Flotte vernichten wird und den Splitter unrettbar verloren gehen lassen wird. Aber vielleicht schleudert er etwas anderes, das uns hilft. Wir können ihn zumindest darum bitten. Seine Schatzkammer ist mannigfaltig und mit einer Meditation, einem Gebet, einer Fürbitte für uns kann ich sicherlich dienen. Vielleicht lächelt er auf mich herab. Aber ihr habt vor einigen Tagen von diesem Taschenschiff gesprochen. Vielleicht brauchen wir gar kein elfisches Schiff aus einer Flasche. Sondern Fex uns aus seiner Schatzkammer ein Schiff borgen? Warum denn nicht? Nun, ihr wisst doch, wie es mit Fex ist. Helft euch selbst, dann hilft euch Fex. In Situationen größter Not vertraut auf ihn. Vor allen Dingen hat alles seinen Preis bei Fex. Und das dann ist richtig. Geben wir ihm jetzt schon eins unserer Schiffe. Ein Schiff für ein Schiff, ein guter Tausch. Schicken wir ihm jetzt ein Schiff nach oben und wenn wir es brauchen, holen wir es wieder herunter. Oh, das wird nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob jemals jemand ein so großes Objekt dem Herrn des Sternenhimmels geschickt hat. Etwa also ein Stein. Wenn ihr Schiffe fliegen lassen könnt, dann brauchen wir doch uns gar keinen Gedanken machen, wie wir davon wegkommen. Nun, es geschieht alles im Willen des Gottes. Dementsprechend, ich kann ihm gerne eins unserer Schiffe anbieten und die Liturgie versuchen, aber es ist in seinem Willen, ob er ein so schweres Objekt auch an den Nachthimmel in seinen Schatzkammer aufnimmt. Normalerweise ist die Liturgie eher für Juwelen, Geschmeide und ähnliche schöne Dinge gedacht und damit schaut er auf Sulamin. Nun, zumindest hat er uns damals vor über 1000 Jahren einen Meteoriten nach unten geschleudert. Auch wenn wir den damals nicht nach oben gebracht haben, aber... Nun, wir sollten trotzdem einen Handel mit ihm eingehen. Ein Handel, das ist immer gut. Das ist etwas, was ganz in Fexens Sinne ist. Also gut. Nun, ich denke, wir handeln in seinem Sinne, indem wir den Schlussstein verteidigen. Exakt das. Er hat ein großes Interesse daran. Nun, natürlich neben Effard und all den anderen Göttern hat speziell Fex ihn damals verteidigt. Ja, das ist korrekt. Nun, ich werde gerne als Mittler für den Vertrag, den ihr mit Fex schließen wollt, zur Verfügung stehen. Was verlangt ihr dafür? Nun, alles zu seiner Zeit. Auch meine Dienste haben ihren Preis, doch... Kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Wir sollten uns nun erst einmal Gedanken über die Artefakte machen und über die grundsätzliche Zusammensetzung dessen, was wir auf das Schiff entsenden wollen. Es ist jedenfalls gut, dass ihr die Sprache auf den Mantel gebracht habt. Ob wir ihn nun zum Sternenhimmel schicken können oder nicht, es wäre wertvoll, Paligan von dem Mantel in irgendeiner Weise zu trennen. Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über dieses Gewand, Serpentilio. Abelmir, wisst ihr irgendwas dazu?
Was genau müsst ihr denn wissen? Naja, was bewirkt es und wie bringe ich ihn darin um? Nun, es beschützt ihn. Es ist ein Teil eines des Frevlergewandes, das der 13. Gott damals trug. Nun, Abelmir, kein Gott. Wie auch immer, eine Entität. Ich meine, dass Kiaras erzählt hätte, Caligan könne damit fliegen? Oder ist das Unfug? Ihr wart damals dabei, Abelmir, oder? Ja, er konnte fliegen und er konnte das Unwasser beherrschen und viele andere, nun ja, Spielereien, die uns damals teuer zu stehen kamen. Der fließende Mantel. Wir müssen aber auch für das Schwarze Schwert eine sichere Verfahrung finden. Yamish Akam. Wir sollten es wieder zurückschaffen oder zerstören. Wie will man das denn zerstören? Es ist vermutlich magisch, nicht wahr? Man kann das zerstören. Es ist magisch und es ist aus Endurium, gefertigt damals von dem zwergischen Schmied, der unter Borbrat diente. Könnte es mit probaten Mitteln entzaubert werden, hätte die Priorskirche dies sicherlich während ihrer langen Verwahrdauer bereits in Gang gesetzt. Valigan hat es wirklich geschafft, all die verfluchten Artefakte des Wassers zusammenzutragen, oder? Honga, ihr wart doch damals dabei, nicht wahr? Ihr habt es doch von der Burg Auralet weggebracht. Wo sollte es denn hinkommen? Aus der Burg? Was ist der Zielort? Na, wir wussten natürlich nicht, was wir damals transportieren, aber nach Gareth sollte es. Aber wir sollten uns da mit einem Geweihten, den wir da auch getroffen haben, Hitzcock, ziemlich netter Mann, quatscht ein bisschen viel, aber sei es drum. Ja, wir hatten am Ende das Schwert gar nicht dabei, also. Könnte man es nicht im Schlund zerstören? Aber sagt Ronga, wo wir gerade von Schwertern sprechen, was ist denn das für ein neues Schwert, was ihr bei euch führt? Ronga nimmt eins seiner zwei Schwerter, die er jetzt am Rücken trägt, runter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Kasim hat das mir mitgebracht. Er scheint das wohl einen ganzen Weg hierher gebracht haben aus Dagnia. Ist das verzaubert? So in der Art. Es scheint wohl, dass entweder das Schwert ist verzaubert oder in dem Schwert scheint wohl einer dieser Djinnengeister drin zu sein. So genau habe ich ihm nicht verstanden. Er hat nicht erzählt, wie es ausgelöst wird? Wenn denn? Von einer Auslösung oder so hat er nicht gesprochen, nein. Er hat gesagt, ich würde mir im Kampf helfen. Und vor allem gegen diese Archen. Dann wird das ein schönes Eises sein. Ja. Das Ronga zieht das Schwert aus der Scheide heraus. Das sollte wohl ziemlich offensichtlich sein. Ein Schwert schön und gut. Ihr habt ein Djinn-Schwert, das ist beeindruckend, keine Frage, aber das hilft uns gerade mit den Artefakten nicht weiter. Nein, das nicht, aber es bedeutet, dass sich Ronga, Abelmir und Rafim auf ihrer Mission, das Herz zu finden, anschließen sollte. Ich denke, das Schwert könnte dafür ein gutes Werkzeug sein. Das ist sinnvoll, in der Tat. Selbstverständlich ist es freiwillig und nicht verpflichtend. Wir werden euch nicht zwingen, Ronga. Ganz richtig. Ich wurde zu wenigen Sachen in meinem Leben gezwungen. Auf einer ganz komischen Art bin ich ja auch freiwillig hier, weil mir schon zweimal ein grauenvoller Tod prophezeit wurde. Man gewöhnt sich dran. Ihr tragt doch das Epithet Bestientöter, nicht wahr? Das was? Den Beinamen. Ich habe mich noch nie so genannt. Nicht? Vielleicht. Bestientöter, das ist. Die Matrosen hätten euch so genannt. Ja. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, aber noch nicht hier. Scheiße. Ich mag den Namen nicht. Nun, stellt euch vor, dieses Herz der Arche, was ihr mit einem probaten Schwert anrichten könntet. Als hätte euer Weg euch hierhin geführt.
Bonga nimmt nochmal einen tiefen Schluck aus seinem Flachmann. Als hätten wir dann am Ende doch gar keine Wahl, ne? Wenn ihre Entscheidungen schon alle für uns geschlossen werden. Nun, wir sind selbstverständlich immer noch Herren unserer Entscheidungen. Die Götter ebnen den Weg, aber wir müssen ihn gehen. Nun, mein Freund, ihr versteht sicherlich, es ist an euch, diese Schritte zu gehen. Niemand wird sie euch abverlangen oder euch gar zwingen. Ja, außer, dass diese Arche getötet werden muss und es bisher so aussieht, wenn wir das nicht tun, dass es niemand tut. Ihr habt es erfasst. Nun, von können kann nicht die Rede sein. Noch haben wir immerhin keine Möglichkeit gefunden, uns mit diesen Artefakten auseinanderzusetzen. Ich muss also insistieren und darauf noch einmal zurückkommen. Wie wollen wir mit den entsprechenden Artefakten umgehen? Nun, ich nehme nicht an, dass es eine Lösung ist, Paligan den Mantel vom Hals zu reißen. Wer weiß, wer weiß. Naja, ihr werdet ihn vermutlich töten müssen. Was reichlich schwierig wird, solange er den Mantel trägt, nicht wahr? Ebenso ist allerdings auch während er ihn trägt eine Entzauberung genauso schwierig. Nun, eine Entzauberung ist ja auch nicht das, was wir vorhaben, oder? Nun, dann sehe ich unglücklicherweise keine Möglichkeit, dem Mann seines Artefaktes zu entledigen. Wie angesprochen, eine Entrückung ist möglicherweise die einzige Möglichkeit. Wäre die Talle des Frevlergewandes in der Lage, so einfach entrückt zu werden, wäre es schon längst passiert. Jeder könnte natürlich hoffen, dass die euch gegebenen Gaben einen kurzzeitigen Entzug des Objektes erwirken. Ich würde mich an eurer Stelle allerdings nicht darauf verlassen. Nun, und deshalb nennt es sich ja auch. Würde ich, wenn ich es richtig verstehe, müsst ihr besagtes Objekt dafür berühren. Das ist korrekt. Mich nicht auf eine solche Reichweite an den Mann heranbegeben wollen. Nun, das ist wiederum eine Möglichkeit, die mir alleine mein Gott gibt. Und natürlich hat es etwas mit Glauben zu tun. Eine Gewissheit besteht doch nie im Leben. Ich sprach nicht vom Glauben, ich sprach vom Hoffen. Nun, ich glaube lieber. Aber, aber Sepentü hat nicht Unrecht, das ist ja kein wirklicher Plan. Wir hoffen, dass ihr euch anschleichen könnt und dann ihn anfasst und das Gewand einfach verschwindet. Das ist in der Tat natürlich nur ein Teil des Plans, denn es gibt immerhin noch zwei weitere Artefakte, das Schwert und der Splitter. Nun, nach allem, was ich weiß, scheint mir das Schwert das Mindeste der drei zu sein. Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass ich im Besitz des schwarzen Schwertes und seines wahren Namens, den Kollege Abel mir glücklicherweise für uns transkribiert hat, zumindest um die Kontrolle über die Plagenbringer ringen lässt, wenn auch nicht sie übernehmen. Wir wissen allerdings nicht, welchen Ausmaß die inhärenten Gaben des Darian Polygon als auch der Besitz des Charybdorot-Splitters ihm in einer solchen Maßgabe geben. Entsprechend könnte es sein, dass dies ganz und gar wertlos ist. Dann müssen wir uns allerdings fragen, wofür er so viel Aufwand betrieben hat, um das Schwert wieder in die Finger zu bekommen. Ja, also, das Schwert besteht aus Endurium, daran bestehen keine Zweifel, die Berichte darüber sind klar. Ich würde einfach sagen, ich begleite euch, und zwar gemeinsam mit Macesca Paligan. Ich werde ihr auftragen, dass sie ihre Kräfte, so wir denn ankommen sollten, sparen. Und sollten wir siegreich aus dem Kampf herausgehen, werden wir an Ort und Stelle, noch bevor wir uns zurück über die offene See begeben, das Schwert zerstören. Und zwar sowohl mit den Sprüchen der Macesca Paligan, als auch nun mit dem Mesinde gefälligen Wissen, was ich dabei tragen kann. So damit ungern ist es zerstört. So ungern ich es zugeben möchte, dies könnte für uns die bessere Variante sein, Capitania. Eine Wiedererlangung des Artefaktes durch den Feind wäre vermutlich fatal. Und wie ich bereits anmerkte, können wir uns auf eine Nutzbarkeitsmachung nicht verlassen, in Präsenz diverser anderer gleichwirkender Kräfte. Ich wollte das einfach nur vorschlagen, dann für
den Splitter und auch für das Gewand können wir diese Option nicht wählen. Den Splitter können wir höchstens einsperren in die Kiste, die wir vom Großkönig der Zwerge bekommen haben, beziehungsweise seinen Schmieden. Wir müssten natürlich immer noch die Kiste versuchen, nun wegzutransportieren. Nun, sollten wir selbst uns wegtransportieren können, ließe sich die Kiste vermutlich mit einer Apportation verzaubern. Das ist eine hervorragende Idee. Eine Apportation. Verzeiht, Midas. Was wir mit dem Mantel machen, nun, er ist selbstverständlich ein gar mächtiges Instrument des Feindes. Aber ich glaube, der Splitter muss unsere erste und einzige Option sein. Nach den Berichten, die Abel mir zugrunde gelegt hat, scheint der Mantel keine vollständige Unverwundbarkeit zu verleihen. Und mit entsprechendem Aufwand von entweder physischer Gewalt oder astraler Macht sollte es in der Lage sein, den von ihm gebotenen Schutz durchdringen zu können. Und sei es nur für eine gewisse Zeit. Einen zweiten Punkt habe ich noch, beziehungsweise gleich vier weitere. Wenn wir Macesca Paligan mitnehmen. Sie ist zwar nur eine Minore, aber durchaus mächtig und wir haben sie nicht viel benutzt. Allerdings habe ich mich trotzdem mit ihr beschäftigt, denn sie geht gerne auf Gespräche mit mir ein. Aber ihr habt euch sehr zurückgehalten in letzter Zeit. Ich hatte zu tun. Ja, ich möchte euch auch gar nicht kritisieren. Wir haben immer noch die Ringe des Morodal. Auch sie sind gar mächtige Artefakte. Sollten wir sie in den Besitz bekommen, dann sollten wir sie an Ort und Stelle auch direkt vernichten. Ich weiß zwar nicht, wie und wann und wo das passieren wird, aber Ronga, ihr hattet doch damals angesprochen, dass ihr einen dieser Ringe habt abgetrennt, oder? Kasim war es. Ein seiner Zauber. Ist aber... Einer eurer Gefährten. Darüber haben wir schon gesprochen. Die genau, das meinte ich. Die anderen hat das wohl irgendwie irritiert, dass es wieder ins Wasser gefallen ist. Und dass er da wohl die Möglichkeit haben könnte, es wieder zu erlangen. Genau deswegen. Aber sollten wir... Die Ringe gehen ab. Sollten wir einen der Ringe von den Hand- und Fußgelenken abbekommen, dann müssen sie auch sofort zerstört werden. Ob dies Macesca möglich ist, weiß ich nicht, aber gemeinsam werden wir es versuchen. Auch das muss uns gelingen, zusätzlich mit dem Schwert. Verzeiht meine mangelnde Expertise hier. Ich bin glücklicherweise wahrhaftig kein begabter Metamagier. Allerdings, wie lange gedenkt ihr, dass eine solche Destruktion dauern würde? Nun, ich hoffe, dass es permanent passieren wird. Nein, verzeiht, ich meinte, wie lange ihr braucht von der Übergabe des Objektes bis zur abschließenden Austreibung der Matrix. Da müsste ich tatsächlich mit Macesca Paligan sprechen, da ich nur den Weg der Hesinde gehe und nicht den der Magie. Vielleicht solltet ihr dies tun, bevor wir uns auf einen solchen Plan festlegen, denn ohne Zugrundelegung Kenntnis der entsprechenden Erstellungsmatrix müsste mindestens eine langwierige Analyse vermutlich vorher erfolgen. Außer natürlich, die Frau ist wahrhaftig begabt in einem Maße, das ich von hier aus nicht erfassen kann. Aber dieses Wissen kann die Sünde doch sicherlich bereitstellen, nicht wahr? Eine gute Idee. Einen Blick auf das Gefüge zu erhaschen. Ich denke, wir sollten es lässt sich schwerlich nachstellen, aber nichtsdestotrotz einen Testlauf anstellen, um abschätzen zu können, wie lange so etwas dauert. Denn eine ausgezeichnete Idee. Und wir wollen vermutlich nicht in der Ernstsituation eine halbe bis vielleicht eine ganze Stunde darauf verwenden müssen, die Artefakte zu entzaubern und dabei unbeweglich zu sein. Und so wie ich mir die Situation derzeit vorstelle, befinden wir uns im Kampf mit Morodal, haben ihm durch schieres Glück einen seiner Reifen abgeschlagen. Und ihr fangt im Hintergrund an, ihn zu analysieren. Es müsste wirklich sehr schnell gehen. Ich werde ein minderes Artefakt präparieren, anhand dessen wir die nötigen Handwerksschritte durchexerzieren und abschätzen können. Ich wollte es einfach nur einmal in den Raum gestellt haben. Nicht, dass das heißt, wir haben uns keine Gedanken gemacht. Nun, wir haben noch keine bessere Idee bis jetzt. Naja, wir haben aber immer noch nicht unser größtes Problem gelöst. Wie kommen wir da wieder weg? Oder überhaupt erst an Bord? An Bord kommen wir schon, aber das ist tatsächlich richtig. Wie kommen wir wieder weg?